Du bist die Nutte in unserer Gar nicht wahr! Palim Palim, Leute, wie ihr seht, bin ich heute auf Safari mit Max. Nee, wir sind einfach nur in einer anderen Umgebung, weil wir in München sind und wir es jetzt endlich wieder gesehen haben. So cool! Und wir dachten, wir drehen heute mal wieder eine Challenge. Da dachten wir an die Wer-würde-er-Challenge. Richtig! Ihr habt uns ein paar Fragen gestellt und wir haben uns ein paar rausgesucht. Wir fangen jetzt an! Und übrigens haben wir auf Max' Kanal auch noch ein Video gedreht. Mhm. Schaut unbedingt vorbei nach diesem Video. Genau. Wer würde er eine Woche lang auf sein Smartphone verzichten können? Okay, also, ja. Auf jeden Fall du. Glaube ich. Wer ich, kann es nicht. Ich kann nicht mal einen Tag ohne mein Handy auskommen. Sonntags gehe ich meistens nicht an mein Smartphone, weil ich keinen Bock habe. Echt jetzt? Ja, aber wegen dem Sonntag meistens halt schon. Aber also doch, also, ja, also doch. Aber ansonsten habe ich auch gerne meine Ruhe mal. Nee. Wer würde sich eher prügeln? Ich habe was. 1, 2, 3. Ja, das war irgendwie klar, oder? Richtig. So voll die Gangster-Ghetto. Nein, aber so, wenn ich uns zwei halt jetzt angucke, würde ich eher sagen, dass ich... Ja, du bist so die Agro-Leute, nee. Die so voll am Pöbeln no. ist. Können wir bitte drüber reden? Ja. Das ist so die erste Faust in dem Gesicht. Und ich würde das so sagen, ey, was willst du? Ja, stimmt. Also aggressiv bin ich eigentlich nicht, aber das ist also von uns beiden jetzt so... Wer würde eher ins Gefängnis kommen? Ich überleg mir gerade überhaupt wegen was dann. 1, 2, 3. Was? Ja. Wieso ich? Ich glaube, du würdest ins Gefängnis kommen, weil du so tollpatschig bist. Das habe ich mir auch schon überlegt. Dass irgendwas passiert, was du eigentlich oder was du gar nicht gemacht hast, aber was dann so aussieht, als hättest du es gemacht. Meine Story wäre, du hättest bestimmt irgendwas geklaut. Genau. Du bist ein Arsch. Ja, kann doch passieren, ja. Nee, ich glaube nicht. Nein. Wer würde eher beim Dschungelcamp mitmachen? 1, 2, 3. Ja, echt? Ja, ja. Du hast doch ein Video zu den Dschungelcamp-Leuten gemacht und deswegen, ich dachte, du würdest da bestimmt auch mitmachen. Nee, ich würde da, glaube ich, nicht reingehen, weil ich überhaupt keinen Bock hätte, so lange mit Leuten aufeinander zu hängen, würde ich durchdrehen und dann würde ich mich von meiner allerschlechtesten Seite, glaube ich, präsentieren. Oh, du wirst so eine Georgina. Genau. Ja, hat die da mitgemacht? No, also bitte! Oder wie ist die? Sarah Knappig? Richtig. Ja, genau. So, ich wäre dann wär's. Wie Sarah. Genau. Weißt, ich stell dich so voll schlecht da, du bist so voll cool. Dann Hunger, ich und Hunger. Ich wäre so schlecht drauf. Und dann noch so eine Scheiße fressen. Kakerlaken und Viecher zelten ist ja auch überhaupt nicht meins. Deswegen, das wäre gar nichts für mich. Nee, ich würde das so wegen der Erfahrung so voll gerne machen. Einfach mal so an meine Grenzen zu kommen und gucken, ja. Wie ich so durchhalten würde und so. Genau, deswegen. Das hätte ich jetzt auch zugetraut. Ja, so cool. Die nächste Frage ist richtig gut. Wer würde eher Sex beim ersten Date haben? 1, 2, 3. Ach, nein! Nein! Richtig. Man kann nie wissen, wenn es passiert, dann passiert es. Ohne es geplant zu haben. Max ist voller Aufreißer, ey. Wobei ich es mir bei dir wahrscheinlich schon auch vorstellen. Nee. Genau. Wirklich? Nee. Gar nicht? Gar nicht. Also, wer würde eher? Das heißt ja nicht, dass man es macht. Dann du eher als ich. Richtig. Wer würde eher bei einer Disco auf dem Tisch tanzen? Disco? Sag mal noch Disco? Club. Richtig. Ja. Ja. Definitiv ich. So ein bisschen so den Sekt hintergekippt. Und dann geht's los. Wer würde eher seinen eigenen Duschschaum veröffentlichen und verkaufen? Ich meine, du machst Beauty Fashion Lifestyle. Ja, ne, du auch. Ja, ja okay, dann, oh ja, ich mach auch diesen Duschschaum. Der wird dann so grau und so, wegen Rockstar. Wieso ist das? Genau. Also ein Lederschaum. Ja, genau. Sebi Roxy. Sebis Rockschaum. Ja, das klingt gut. Ich würde es kaufen. Okay, jemand hat gerade gefragt, wer würde eher den Supermarkt in den Gang kacken? So cool. Ernsthaft, Leute? Ey. Wer würde eher in einem Bobbycar zu McFry fahren? Was? Ey. Ich hätte voll du gedacht. Ja, irgendwie, es wäre schon witzig, aber würde ich es nicht... Ich würde es witzig finden, aber würde ich es echt machen? Doch, obwohl, eigentlich würde ich es machen. Ne? Weil du wärst eher so, also die macht es dann. Ja. Weil es einfach scheißegal wäre. Mich würde es dann durchziehen. Ja. Ich würde sagen, ah, es wäre bestimmt witzig, ja, kann dann jemand anders machen. Ja. Ich schaue dann zu. Wer würde eher sein Handy gegen die Wand werfen? Baby. Ja, okay. Aber nur, weil die Hülle einfach alles standhält. Ich meine, ich habe auch eine größere Hülle als normal, als viele andere. Aber weil die hält es nicht aus. Nee, aber deine, das bounce dann so zurück und dann so hin und her und voll gut. Genau. Okay. Bei mir fragt dann noch jemand, wer würde eher mit dem Chef schlafen, um mehr Geld zu bekommen? Nicht dein, das ist nicht dein Ernst. Nein. Sowas von. Nein. Doch. Niemals. Du hast Sex vom ersten Date. Ja, vorm ersten Date. Ich hab Sex vorm ersten Date. Nein, das würde ich nicht machen.
Doch, aber für dich ist die Hemmschwelle ja nicht so groß. Kommt drauf an. Aber würdest du es never? Nee. Aber stell dir mal vor. Nee, würde ich wirklich nicht. Aber stell dir mal vor, es ging gar nicht ums Geld. Ja, wenn ich mich in ihn verliebt hätte, dann vielleicht schon. Wenn wir dann zusammen wären. Ja, okay, aber dann ist das auch eine ganz andere Frage eigentlich. Ja, okay, aber ich finde trotzdem, das ist, ich mach trotzdem aus Prinzip nicht. Du bist die Nutte in unserer gar Runde. Gar nicht wahr. Richtig. Du bist die Nutte in unserer Runde. Wer würde eher zu spät kommen? Ja. Voll. Ich bin meistens zu spät, außer es ist was richtig Wichtiges und dann bin ich mal viel zu früh, weil ich irgendwie kein Zeitmanagement habe. Die letzte Frage ist, wer würde den ersten Schritt machen, wenn es darum geht, jemanden zu küssen, um den ersten Kuss geben? Ich dachte, uns gegenseitig zu küssen. Ach so? Ja, das ist doch die Frage. Genau. Der eine, wenn einer von uns den anderen küssen muss. Okay, warte. Also, ich max oder er max mich? Schreibt das mal bitte alle in die Kommentare. Und wir sind sehr gespannt auf eure Antworten. Ja. Wer da den ersten Schritt wagen würde. Schaut auf alle Fälle bei Max vorbei und beim neuen Video von ihm. Da bin ich nämlich auch mit dran und so. Genau. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt einen Daumen nach oben. Wir sind hoffentlich wieder beim nächsten Mal. Danke, Max, dass du da warst. Danke, dass ich da sein durfte. Klar. Eigentlich warst du bei mir, aber egal. Richtig. Also, bis dann. Tschüss. Tschüss. How many years have passed since I met you last? We look like kids on the latest.